Also nochmal das Datum und die Uhrzeit. Es ist Samstag, der 11. Oktober 2014, also Samstag, in übernächste Woche Samstag, 11. Oktober. Und Treffpunkt ist um 14 Uhr am Opernhaus. Und für mich hat der Tag einen besonderen symbolischen Akt, deswegen ich erst recht an diesem Tag auf die Straße gehen muss. Und dachte zuerst, vielleicht kriege ich Stress mit ihm, wenn ich an dem Tag auf die Straße gehe. Aber ich glaube und hoffe, er findet es toll, weil an diesem Tag ist mein Sohn geboren worden und hat Geburtstag. Und ich finde, er hat es verdient, dass ich für seine Generation zusammen mit euch eintrete dafür, dass wir dort zum Beispiel den offiziellen Insolvenzverwalter von Monsanto wählen werden. Das habe ich vor. Also wer da Bock drauf hat, gerne. Ja, unser Hilfsgütertransport in die Ukraine. Wie ist losgegangen? Wir haben es eben gehört. Bono hatte diese Weltklasse-Idee und ich habe die auf der Mahnwache an sich gar nicht so verfolgt, weil ich wie so oft in irgendwelchen Gesprächen da gefangen war und das nur am Rande mitbekommen habe. Ich habe mir dann aber im Nachhinein das Video von dieser Mahnwache angeschaut und da bin ich dann halt über diese Idee von Bono gestolpert und mich hat das gleich total gefesselt. Also es hat am ganzen Körper gekribbelt, weil es so eine tolle Idee war und auch dieser Gedanke, dass wir mit unseren Kindern gemeinsam diese Spielsachen aussortieren, die ja im kompletten Überfluss leben und die Kinder selber selbstständig entscheiden können, gut, damit spiele ich eh seit langem nicht mehr und das möchte ich gerne anderen Kindern zur Verfügung stellen, denen es halt nicht so gut geht und wir den Kindern auf diesem Weg auch für die Zukunft was mitgeben können, also generationenübergreifend. Ich glaube eh nicht, dass wir diese ganzen Leute hier, die in ihren Konsumwaren gefangen sind, alle aufwecken werden und alle plötzlich diesen Switch machen. Aber wir können diese junge Generation, denen können wir was mitgeben, dass wir da langfristig auch wirklich was von haben. Und ja, wie gesagt, diese Idee hat mich absolut gefesselt, vor allem auch so dieser Gedanke, dass wir alle hier stehen und mit dieser Politik, die insbesondere auch unsere Bundesregierung hier führt, nicht einverstanden sein können. Und wir prangern das an und sagen, es kann nicht sein, dass unsere Bundesregierung Waffen in Krisenherde liefert, womit diese Konflikte nur angeheizt werden. Alle, die wir hier stehen, können das so unterschreiben, dass wir damit nicht einverstanden sind. Und deswegen gehen wir jetzt genau einen anderen Weg. Wir konstituieren uns jetzt selber als mündige Bürger und sagen, wir gehen den entgegengesetzten Weg dieser Regierung und liefern anstatt Waffen Hilfsgüter in diese Krisengebiete. Wir machen es jetzt einfach selber. Und ja, die Idee war geboren. Ich habe dann angefangen, erstmal ein bisschen zu recherchieren. Wie geht das überhaupt? Was müssen wir alles berücksichtigen? Was gibt es für Richtlinien, für Einfuhrbestimmungen und. Und das war erstmal ziemlich schockierend, weil es so viel ist zu beachten. Und ich dachte, oh Gott, das kriegen wir nie auf die Beine gestellt. Habe mich dann aber trotzdem da nicht von unterkriegen lassen. Habe immer weiter recherchiert, ganz viele Kontakte geknüpft. Und in der Zeit, ich kann euch sagen, liebe Leute, wenn ihr in irgendeine Geschichte positive Energie reinsteckt, bekommt ihr es doppelt zurück. Das ist das ganz große Ausrufezeichen, was ich bei diesem Projekt gelernt habe. Es ist wundervoll, es ist wirklich wundervoll. Wie viele Menschen sich auch mittlerweile deutschlandweit für dieses Projekt begeistern und völlig selbstlos sich da einsetzen, ja, und uns unterstützen und dieses Wir-Projekt überhaupt ermöglichen. Also wir haben auch ganz viele tolle Leute hier, die, um dieses Projekt realisieren zu können, haben die da wochenlang immer nur so 2-3 Stündchen am Tag geschlafen, weil sie im Hintergrund halt so viel erledigt haben. Und ohne euch alle hier wäre das auch gar nicht möglich gewesen. Also ein Riesendankeschön an alle, die sich in irgendeiner Form mit ihren Möglichkeiten und individuellen Fähigkeiten da eingebracht haben. Jeder hat seinen Beitrag geleistet. Dankeschön an alle. Denn es ist jetzt so, wir haben dieses Projekt, ich weiß das Datum gar nicht mehr, als ich das erste Mal kommuniziert habe, aber das ist nicht mal 6 Wochen her. Ja? Und in diesen 6 Wochen hat sich viral wie ein Lauffeuer verbreitet. Es ist sensationell. Also in kürzester Zeit haben wir über 30 Städte, die sich an diesem Projekt beteiligen und da Riesenschritte machen. Und jetzt haben wir es innerhalb dieser 6 Wochen geschafft, unseren Hilfsgütertransport in die Ukraine zu realisieren. Das heißt, wir sind jetzt
Ja, ich würde mal sagen, bei ungefähr anderthalb LKW-Ladungen, 40-Tonner-Ladungen, die wir jetzt sicher haben, das andere entscheidet sich innerhalb der nächsten Tage ziemlich kurzfristig, aber wir können davon ausgehen, dass wir zwei 40-Tonner in die Ukraine nach Kremenchuk bekommen. Das sind 120 Kubikmeter Sachspenden, die wir hier in Deutschland als Bürger ohne Unterstützung irgendeiner Institution gesammelt haben. Das ist der Wahnsinn, liebe Leute. Vielen, vielen Dank dafür. Der Starttermin steht. Wir werden in der dritten Oktoberwoche mit dem ersten LKW starten. Logistisch sind wir an sich auch ganz gut aufgestellt, aber es gibt natürlich dadurch, dass wir keine Organisation oder sonst irgendwas sind, immer so den einen oder anderen Stolperstein. Deswegen werden wir nicht beide LKWs gleichzeitig, sondern zeitversetzt von 2 Tagen auf die Piste bringen. Aber auf die 2 Tage, denke ich, kommt es dann auch nicht mehr drauf an. Und wir werden diesen Transport mehr oder weniger auch begleiten. Und da steht der Andi, unser ganz wichtiger, lieber Andi da, der auch dabei sein wird. Wir werden eine coole Truppe sein. Wir werden das Ganze mit Video und Fotos dokumentieren, dass ihr alle, die sich hier so toll eingebracht haben, sich später auch an diesen Bildern erfreuen können. Ja? Und also ich höre es jetzt aus allen Ecken. Vor allem ist es auch so, dass 4, 6 Wochen und viele Mahnwachen haben erst vor 2 Wochen oder so angefangen, sich mit dieser Thematik zu beschäftigen. Es zeigt sich jetzt, dass sich wirklich jetzt auch langfristige Kooperationen bilden. Also wir haben zum Beispiel hier in der Region Hannover so einen Verbund von diesen ganzen Sozialkaufhäusern und die wären schon bereit, diese ganzen Kleiderspenden, die sie bekommen und dann auch nicht verkaufen können, auch langfristig an uns zu spenden. Und wir haben da auch aus Braunschweig eine Rieseninstitution, das ist das Schwedenhaus. Auf diesem Wege mal schöne Grüße, weil wir haben da von Peter einen Tipp bekommen, fahrt doch da mal hin und guckt euch das mal an und wir fahren da hin und uns nimmt dann die liebe Katrin in Empfang und ich weiß nicht, ihr kennt das auch, wenn euch liebe Leute entgegenkommen, die drückt man einmal und man weiß, wow, ja, das ist eine gute, ja, und die war so toll und wir sind mit ihr da auf den Dachboden rauf und ich konnte das gar nicht glauben, wie viel das ist, also das ist mindestens eine 7,5-Tonner Ladung, Weste, Kinderkleidung, Spielzeug und so weiter und so fort, die sie ohne mit der Wimper zu zucken da uns zur Verfügung gestellt hat. Einfach ein riesen Dankeschön auch mal an Katrin. Das Ganze werden wir auch nächste Woche, nächste Woche Freitag dort abholen. Ne? Wir brauchen da tatkräftige Unterstützung und wer Bock darauf hat, ja, hier Marek sehe ich schon, super, sprecht mich nachher an, dass wir da mit einer richtig coolen Truppe aufschlagen, auch da wollen wir so ein paar Videos von machen, um mal zu zeigen, was wir da alles so rocken, ja, und ja, es geht voran, wir sind startklar, wir haben mittlerweile auch, möchte ich auch mal ansprechen, 5.500 Euro finanzielle Spenden gesammelt, ja, also Hammer. Aber wir sind noch lange nicht am Ende, vor allem, weil sich auch diese langfristigen Kooperationen bilden und auch halt ganz viele Mahnwachen sagen, wow, wir sind noch lange nicht am Ende, wir wollen weitermachen. Und deswegen ist vorerst auch der Plan, wir fahren in die Ukraine, dann wollen wir euch allen zeigen, dass es wirklich funktioniert, dass wir mit unserem ganz starken Partner dort so viele Menschen vor dem Wintereinbruch, da vor dem Erfrieren bewahren können und dass dann natürlich auch langfristig weiterführen wollen. Was die finanziellen Spenden anbelangt, ich habe es eben schon mal gesagt, wir sind bei 5.500 Euro. Ein Transport wird uns 3.000 Euro kosten. Deswegen möchte ich auch hier in der Gruppe nochmal hinweisen, wenn ihr einen Euro oder zwei oder so über habt, schmeißt es in die Spendendose, die ich noch nicht aufgestellt habe. Aber ihr könnt da, ich stelle die gleich mal hin oder ich gehe mal durch die Runde oder so und wer Bock hat, was da reinzuwerfen, dass wir die 6.000 auch wirklich voll bekommen und dass wir dann in der Zukunft durchstarten. Ich möchte euch nochmal wirklich alle für euer Riesenengagement danken, für diese tolle Sache, die wir aus dieser Bürgerbewegung, ja, wo wir uns selber konstituiert haben und einfach gesagt haben, anstatt Waffen liefern, die Hilfsgüter, ja, das hinbekommen haben und jetzt ganz groß durchstarten und bald den Menschen in der Ukraine dort helfen können. Vielen Dank dafür. Ciao. Danke, Björn. Und nochmal danke an alle, die tatkräftig den Björn unterstützt haben, die ganze Aktion unterstützt haben, Mahnwachen helfen. Tolle Geschichte. Und wie ihr gehört habt, 500 fehlen noch, damit wir die 2 LKWs auch starten können. Also denkt dran, die Spendendose auch noch ein bisschen glücklich zu machen heute.
Das wäre eine ganz tolle Sache.